Moin moin und hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Forza Motorsport 6 mit dem BMW M235i. Ja, das Teil fahren wir heute auf dem Hockenheimring und ich bin mal wieder auf den Vergleich getuned, ungetuned gespannt. Ach je, ich sehe da oben gerade Fahrerstufe 66, Affinitätsstufe 6. Das ist ein böses Omen. Ja, mal schauen, wie wir mit diesem Auto unterwegs sein werden. Ich habe bereits ein paar Tuning-Teile für das Teil, allerdings habe ich alles auf Standard-Upgrades zurückgesetzt, damit wir den Vergleich akkurat haben. Und ich glaube, ich habe hier keine Traktionskontrolle an. Und die Beschleunigung von dem Teil ist auf jeden Fall schon mal beachtlich. Ich fahre hier mal ganz weit außen, damit ich hier bloß nicht mit den anderen kollidiere. Vor allem der BMW X5 macht mir da ein bisschen Angst. Ah, und die Bremsen. Warum bremst das Teil nicht besser? Oder warum sind die alle so langsam, eher gesagt? Ich fühle mich gerade so ein Ticken wie in einem SUV. Der Sound ist ganz gut. So ein bisschen die Traktion verlieren wir auch hier, aber das ist ganz gut eigentlich, dass man hier ohne Traktionskontrolle fährt. Solange das Auto noch fahrbar ist, ohne Traktionskontrolle, sollte man es auch machen, denn dadurch kann man näher ans Limit gehen. Mit Traktionskontrolle bist du immer einen Ticken langsamer. Zumindest hier ist es so. In echt ist es so, dass du ohne Traktionskontrolle wahrscheinlich immer einen Ticken langsamer sein wirst. Zumindest wenn sie nicht so gut optimiert ist. Es geht da ziemlich weit, aber auf jeden Fall, ja. Irgendwie so ist es. Mit langsameren Autos kann man auch gerne ohne Traktionskontrolle fahren. Kommt trotzdem gut voran, ihr seht es gerade. Aber ich glaube auch allgemein, dass das Auto ziemlich stark ist. Dass man hier generell sehr gut überholen kann mit dem Teil. Ja, und ich fahre mittlerweile ohne Ideallinie. Daran habe ich mich so ein bisschen gewöhnt. Natürlich ist es mit jedem Auto immer noch ungewohnt, wenn du komplett ohne Ideallinie fährst. Jedes Auto hat halt seine Eigenart. Aber man gewöhnt sich so ein bisschen zumindest im Spiel daran. Insofern ist das mittlerweile kein Problem mehr. Ja, komm, wir überholen den Audi hier auch noch. Unseren direkten Konkurrenten hier. Oh, der ist immer noch vor mir. Hat sich da gut gehalten. Und die aktuelle Runde, die ist wichtig. Die werde ich dann zum Vergleich heranziehen und mal schauen, wie viel schneller ich durch Tuning werde. Ich werde dann dieselbe Konfiguration fahren, werde aber mit Traktionskontrolle fahren, denn das Teil wird sich nicht so gut steuern lassen. Das ist ein Geschenk von der von Turn 10 gewesen, bereits mit Upgrades, deswegen habe ich da ein paar Upgrades jetzt schon zur Verfügung, die ich zwar jetzt abgebaut habe, aber trotzdem, die muss ich dann nicht mehr kaufen, das ist ganz gut. Wobei es sind, glaube ich, fast nur Motoren-Upgrades gewesen. Insofern werde ich die wahrscheinlich nochmal nachkaufen, falls ich hier einen neuen Motor einbaue. Ja, ich dachte gerade, ich komme ein bisschen günstiger davon. Aber es ist sowieso kein Problem, denn ich habe jetzt ein paar Rennen hingelegt. Und mit denen habe ich jetzt super viel Geld verdient. Also ich habe jetzt wieder 2,5 Millionen. Geh weg, lieber Audi. Fährt er jetzt an die Box? Nee, ich dachte schon für einen Moment. Sah so aus, als würde er da einbiegen. Ich habe jetzt 2,5 Millionen, habe die ganze Formel E-Meisterschaft, die Serie, hinter mir und habe da super viel Kohle verdienen können. Ihr seht es jetzt, 2,2 Millionen hatte ich nur. Ich hatte 2,4 in der Erinnerung. Rennergebnisse. Ganz kurz die Bestzeit anschauen. 1,51,9. Dieses Mal habe ich es nicht vergessen.
Und jetzt gucken wir mal, wie es mit Tuning aussieht. Ich denke mal, dass wir da so gute, ja, vielleicht über 10 Sekunden werden wir auf jeden Fall schaffen. Also von 1,52,0 runden wir mal auf, werden wir da sicher auf 1,40 kommen. Ich denke mal, das ist gut möglich. Jetzt gehen wir da mal direkt zum Upgrade-Shop und schauen mal, was wir an Umbauten, durchführen können. Wir können hier nämlich einen 2,6 Liter Vierrotor-Rennmotor einbauen mit 280 Kilowatt zusätzlicher Leistung. Ich baue den mal gerade ein, aber ich glaube, da kann man jetzt nicht mehr so viel verändern, oder? Ja, es ist auf jeden Fall eine günstige Variante, dass man hier auf 600 Kilowatt, 780 PS kommt. Aber ich glaube, das kann ich mir leisten, dass ich diesen Motor auch nochmal einbaue. Ich glaube, mit diesem hat man ein bisschen mehr Erfolg. Da kann man auch zum Beispiel hier die Luftzufuhr ändern. Mit einem Twin Turbo hast du jetzt schon 500. Wir müssten auf 600 kommen, damit es sich rentiert. Und jetzt sind wir bei... ja, über 500 auf jeden Fall. 506. Und durch die Nockenwellen kommen ja auch nochmal über 40 wahrscheinlich wieder dazu. Boah, das Gewicht ist auf jeden Fall sehr gefallen mit der neuen Auspuffanlage. 33 Kilowatt immerhin. Aber ich glaube, der Rennmotor ist trotzdem einen Ticken stärker, oder? Der hatte 600 Kilowatt. Ah, okay, jetzt die Turboaufladung. Okay, okay. Aber eines sei gesagt, damit kann man, glaube ich, nicht so gut Rennen fahren wie mit dem Rennmotor. Denn das Ding hat jetzt eine so starke Aufladung. Was für eine Aufladung hat der überhaupt? Wie viel Bar hat der denn jetzt? Sieht man hier nicht. Also, es ist wirklich super, super krass, das Teil jetzt. 700 fast. Okay, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Mit 666 mal 1,3 wäre man doch bei... na okay, Moment, rechne ich mal 680, ich rechne mal 680 mal 1,3, da sind wir bei rund, na sagen wir mal 70 mal 3, da sind wir bei fast 900 PS, fast 900, das ist eine ganze Menge. Also, ach hier habe ich auch schon ein paar Teile installiert, sehr cool, die muss ich gar nicht mehr kaufen, die kann ich einfach nur anbringen, die hier nicht, die muss ich selbst kaufen. Ja, danke. Nee, passt schon. Ich find's cool, dass die mir ein bisschen was geschenkt haben an Teilen. Der war auf, glaube ich, 600 Leistungspunkte optimiert und jetzt sind wir bei über 700 mit einem Gesamtgewicht von 1275 im Moment. Das ist sehr wenig. Ja, da kommt man mit Sportwagen gut hin oder mit Kleinwagen. Das ist ein Kompaktwagen, das ist auf jeden Fall... schon mal beachtlich, dass wir so weit runterkommen. 1267. Moment, wie sehen hier denn die Texturen aus? Oder, also es wundert mich jedes Mal aufs Neue. Schaut mal, okay, das soll wahrscheinlich so ein kleiner verschwommener Effekt sein. Weil hier ist das Getriebe total scharf und hier sieht es total komisch aus. Schaut mal da rechts, die Zahnräder, die sehen total verschwommen aus. Ich finde, da hätten die auch ruhig das scharf zeichnen können. Na, Moment, haben wir ein Differential geschenkt bekommen? Nein. Da ich aber sowieso keine großen Veränderungen am Differential vornehmen werde, wie gesagt, ich fahre mich jetzt nicht mit jedem Auto groß ein, werde ich hier einfach daran nichts verändern. Breitere Reifen sind aber immer gut für die Rennstrecke. Neue Felgen werde ich nicht anbauen. Na, wobei, die sehen nicht so gut aus. Ich habe an die Leistungspunkte gedacht. 806. Ja, das sieht ordentlich aus. Das heißt, wir sind mit dem Auto jetzt schon wirklich in Regionen von einem Königseck mal wieder angekommen. Das ist ja wirklich der blanke Wahnsinn, was man hier jedes Mal aufs Neue hinbekommt. Ich wollte eigentlich nicht über 800 Punkte hinaus, aber gut, dann machen wir es halt so. Königfelgen, dann sind wir bei 1260 Kilogramm. Das sieht doch mal richtig geil aus. Also ich glaube, das Teil wird sich gut fahren lassen. Ich werde hier keinen anderen Antrieb einbauen, damit wir hier mit diesem Auto entsprechend so fahren, wie es BMW wollte. Naja, ich glaube nicht, dass BMW wollte, dass man 900 PS in dieses Auto reindrückt.
Aber wir machen es. Und ich werde auf jeden Fall ganz kurz nochmal auf die Lackierung schauen. Nee, nicht Aufkleber. Ich möchte, glaube ich, das Phönixgelb haben. Falls es das gibt. Der BMW M4 zum Beispiel sieht da auch ziemlich cool aus mit der Lackierung. Das gab es, glaube ich, schon bei dem alten E46er. Das Phönixgelb. Hat sich aber nicht so gut durchgesetzt. Jetzt hat es mit dem BMW M4 nochmal eine Renaissance erlebt. Ja, und auch hier gibt es es nicht. Dann fahren wir den mal in Schwarz. Ich fahre so wenige Autos in Schwarz, dann fahre ich den mal in der Farbe. Ich fahre auch zum Beispiel, also es fällt mir auch irgendwie auf, wenn ich die Thumbnails erstelle. Ich bin auch mit dem Jaguar zum Beispiel mit weißer Lackierung gefahren oder auch, was kam letztens, der Dodge Challenger, der war gelb. Aber auch Autos davor hatte ich in weiß, auf jeden Fall. Richtig, richtig viele Autos in weiß habe ich. Der Fiat 500, okay, das ist aber auch standardgemäß in weiß. Den sollte man, glaube ich, nicht mal unbedingt in einer anderen Farbe fahren. Was haben wir hier noch? Der Audi R8, genau, habe ich den schon mal gezeigt in der Folge. Ja, der Bug Mono, überraschenderweise in schwarz, obwohl ich den eigentlich in weiß in Erinnerung hatte. Ja, genau, der BMW M3 hier nochmal. Und. Also verschiedene Autos, die ich in weiß gefahren bin. Deswegen nehme ich auch mal ein bisschen schwarz. Und jetzt fahren wir hier über 4 Runden hinweg. 1:52.0. Ich erinnere mich noch an die Bestzeit von eben. Beziehungsweise 1:51.9. Aber wie gesagt, wir runden auf und gucken mal, wie viel schneller wir jetzt sind. Ich denke mal, der Zeitgewinn dürfte bei gut 10 Sekunden liegen. Vielleicht auch mal 12 Sekunden oder so. Ja. Das wird auf jeden Fall geil. Es ist übrigens eine kleine Abwandlung. Es ist nicht ganz die ursprüngliche Rennstrecke. Die GP-Strecke habt ihr auch wahrscheinlich beim ersten Fahren gesehen. Und da ist unser Rennteil. Also, das ist unsere Rennmaschine. Rennteil klingt ein bisschen doof. So, hier machen wir Traktions- und Stabilitätskontrolle mal an. Und dann geht's ins Rennen. Also, wir sind wieder in der Region, wo wir immer sind. Oh Gott, und ich hau das Auto direkt kaputt. Wie viel ist denn kaputt? Also wenn da wirklich so eine ganze Feder oder so gebrochen ist, komplett. Ja, 100% kaputt. Moment, dann starte ich gerade nochmal neu. Ich fahre dann einfach jetzt vorsichtiger beim Start und werde dann die Runden entsprechend nochmal etwas sanfter angehen. Zumindest bei den Überholmanövern. Denn ich möchte ja auch einen guten Zeitenvergleich zwischen den beiden Versionen des Fahrzeugs haben. Man darf hier gar nicht mehr aufs Tachometer gucken. Das sagt einem was ganz anderes als das rechte Tacho. Da kann ich auf 9000 und drüber noch drehen. Laut Tachometer an Bord bin ich bei 7000 schon fast drüber. Oh Mann. Ach kommt Leute, was ist denn los mit euch? Die fahren auch teilweise echt bekloppt. So, ich fahre jetzt einfach weiter. Ja, es sieht jetzt okay aus, immerhin, ja. Der Schaden ist jetzt ein bisschen besser verteilt. Aber die Bremsen sind viel zu schlecht bei dem Teil. Mit dem Ding kann man ja gar nicht mehr bremsen. Oder ich muss mich echt umgewöhnen, also. Ich muss den BMW 2er von gerade eben vergessen. Dammit. Das war nicht so gut. Also man merkt, hier ist die Kurvenlage nicht so geil wie bei den anderen getunten Autos. Zumindest ist das mein erster Eindruck, obwohl das Auto so leicht ist.
Die Bremsen sind nicht stark genug. Und die Kurvenfahrt ist auch nicht so geil, das Handling. Aber wir sind jetzt schon in der ersten Runde bei fast 1,40 angekommen. Also der Zeitengewinn wird über 10 Sekunden betragen. Könnt ihr ab dem nächsten Mal so machen, ihr könnt dann auch einfach sagen in die Kommentare, was ihr denkt, wie groß der Zeitgewinn sein wird. Wir fangen nächstes Mal mit dem McLaren an und dann schreibt ihr einfach, keine Ahnung, in die Kommentare, ja, ich glaube, das sind 5 Sekunden, 10 Sekunden oder 20 Sekunden. Entsprechend, damit ihr euch den Spaß nicht nehmt, könnt ihr natürlich auch auf die Strecke gucken, weil sonst könnt ihr es nicht abschätzen. In Le Mans wird auf jeden Fall eine Leistungssteigerung bedeutend mehr noch bringen, weil die Strecke einfach verdammt lang ist, als hier in Hockenheim. Und ja, ihr könnt auch gucken, wie viele verschiedenen Tuning-Teile es gibt, damit ihr auch entsprechend das so ein bisschen abwägen könnt. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall lustig ist, wenn man das so macht. Also, ich habe ja meine Einschätzung diesmal auch abgegeben. Ab dem nächsten Mal seid ihr auch dazu herzlichst eingeladen. In dieser Runde war ich aber nicht so gut unterwegs, wie es aussieht. Nur 4 Zehntel schneller gefahren. Das mache ich absichtlich, damit ich mit meiner These richtig liege, dass ich 10 bis 12 Sekunden schneller sein werde. Nee, Quatsch, aber irgendwie geht es gerade nicht schneller. Oh, jetzt bin ich doch mal ein Stück schneller gewesen. Wobei, so viel Zeit gewinne ich da im ersten Sektor auch nicht dazu, ne? Weil ich war ja beim Start sehr, sehr weit hinten und die Runde fängt ja verhältnismäßig spät an auf der Startzielgeraden. Heißt, meine erste Runde war ja schon fast eine fliegende. Na, komm schon, du lahmer McLaren, Mensch. Du bist ja fast so langsam wie die in der Formel 1. Das Ding ist ein absolutes Rennteil. Schon wieder das Wort. Es ist eine absolute Rennmaschine eigentlich, der McLaren MP4. Aber trotzdem fährt er so langsam hier, Mann. Beim Kurvenausgang auch noch. Weiß der nicht, wie man richtig fährt oder wie? Sagt er und fuhr neben die Strecke. Aber wir sehen, wir sind fast 15 Sekunden schon schneller. Noch mehr. 1,52,0 und jetzt komme ich wahrscheinlich unter 1,37. Damit bin ich 15 Sekunden schneller. Ist natürlich auch so ein bisschen formabhängig, ne? Ihr seht's. Ich bin jetzt 2-3 Runden gefahren und fahre jetzt trotzdem nochmal ein paar Sekunden schneller. Also das Maximum hole ich sowieso nicht aus den Autos raus, aber es ist trotzdem ganz lustig, mal so einen kleinen Zeitenvergleich zu haben. Ach komm, Dude! Halt uns nicht fest. Sehr gut. Pagani überholt beim Beschleunigen. Beim Bremsen kommen die wieder vorbei. Aber bei der Beschleunigung ist unser BMW auf jeden Fall überlegen. Zumindest dem ein oder anderen Fahrzeug. Wir sind 16 Sekunden schneller gewesen jetzt. 1,35,9 bin ich jetzt gefahren. Komm, knallen wir da rein. Nein, tun wir nicht. Es war erfolgreich. Und trotz aktivierter Traktionskontrolle, da nochmal so ein kleiner Ausbruch durchs Hex. Und hier fahre ich wieder viel zu weit raus. Okay, das Auto mit Tuning ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Das ist wirklich ein bisschen komisch gerade. Vielleicht war es auch einfach die Perspektive, aber ich glaube nicht. Und ich glaube, man kann auch getrost noch so 2 Sekunden hier draufpacken. Da ich ja ohnehin auch ein paar Defekte hatte. Und ich hatte in jeder Kurve, in jeder Runde. Und teilweise auch in fast jeder Kurve, also so gut wie jeder Kurve, hatte ich auch Verkehr.
Insofern ist die Tuning-Version wahrscheinlich nochmal über 15 Sekunden schneller. Und wir holen hier den 8. Platz. Wir sind gar nicht mal so weit entfernt von dem 1. 16 Sekunden, aber dafür sind wir auch ganz hinten gestartet. Also, 15 oder 16 Sekunden? 16 Sekunden sogar. Ja, ich bin gerade auf 1... Moment, das ist jetzt aufgerundet, eine 1,36. Okay, dann sind wir 16 Sekunden schneller. Krass. Das ist krass, auf jeden Fall. 16 Sekunden Zeitgewinn plus X für die Defekte. Cooles Teil. Also wie gesagt, mit dem kommt man nicht so gut um die Strecke wie mit den anderen getunten Versionen. Der Dodge hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht, aber trotzdem cooles Ding. Und vor allem in der Standardfassung war der hier verdammt konkurrenzfähig. Also, wenn ihr euch demnächst einen BMW kaufen wollt, dann holt euch den BMW M2. Oder nee, wenn ihr euch einen Kompaktwagen holen wollt. So, hätten wir die Schleichwerbung erledigt. Und vergesst nicht, meinen Namen zu nennen. Dave Gaming. Und dann Google nehme ich. Und dann kriege ich hoffentlich eine Provision. Naja, bekomme ich sowieso nicht. Insofern, ja. Aber trotzdem, falls ihr euch ein Auto holen wollt, das wäre doch schon mal so ein nettes Ding, ne? Falls man den ein oder anderen Euro übrig hat. Und so ein Neuwagen ist ja sowieso ganz cool, weil man dann auch weniger Werkstattkosten und so weiter und so fort hat. So ein Gebrauchtwagen, da musst du ja immer wieder mal einen Auspuff wechseln oder sonst was. Und bei den Kleinwagen vor allem, bei den alten, wo man auch nicht weiß, wer war der Vorbesitzer und wie ist er mit dem Auto gefahren, da musst du ja vielleicht sogar eine ganze Auspuffanlage wechseln oder die fällt einfach ab mitten bei der Fahrt. Habe ich auch schon mal beobachtet. Irgendwie, dass du irgendwie auf der Straße entlang fährst und dann, bumm, fällt da plötzlich der Auspuff von einem Auto runter. Und dann denkst du dir auch, okay, cool. Ja, und mit dem Teil sollte das hoffentlich in den nächsten 5 bis 15 Jahren nicht passieren. Naja, ob es passiert oder nicht, könnt ihr selbst entscheiden, indem ihr das Auto kauft und entsprechend auslatscht, damit sowas vielleicht sogar provoziert wird. Beim nächsten Mal geht's dann mit dem McLaren F1 weiter in der kommenden Woche. Mit dem freue ich mich auch schon, ein paar Runden zu drehen. Das ist wirklich ein legendäres Auto. Ich habe zwar die Longtail-Variante des McLaren, aber ich finde, der ohne dem langen Heck, der sieht viel schöner aus. Das ist ein absoluter Traum. Und wenn ihr die schönste Version haben wollt, die gibt's auch leider nicht in Forza, dann könnt ihr mal nach dem McLaren F1 LM googeln. Das ist ein absolut geiles Teil. Wirklich, der hat dann noch vorne so einen Unterboden, so eine kleine Front-Spoiler-Lippe. Das sieht geil aus. Das ist ein geiles Teil. Das ist wirklich ein Klassiker und auf den freue ich mich jetzt schon. Also, beim nächsten Mal geht's dann entsprechend weiter. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und vergesst beim nächsten Mal nicht zu voten. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, euch beim nächsten Mal auch doch dazu zu motivieren. Bis dann!